Moin moin, ich bin der Vince und ich habe was gefunden. Revhead nennt sich das Ganze, ist bei den Neuerscheinungen bei Steam dabei. Ich habe jetzt lange überlegt, was ich aufnehme, wie ich aufnehme. Die alten Spiele sind irgendwie alle langweilig. Mehr dazu in Vince Privat, was ich schon, weiß nicht wie lange hochladen wollte, aber ich möchte euch da nicht mit Labern nerven, sondern euch was Vernünftiges präsentieren. Wir fangen jetzt hier mal an, den Namen einzugeben. Das mit Vince Privat können wir gleich noch mal kurz drüber quatschen, aber erstmal möchte ich euch über Spiele erzählen. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Street Legal Racing Redline und My Summer Car, soweit ich das bis jetzt entdeckt habe. Ich habe das Tutorial gerade schon durchgespielt und ja, teilweise mal so ein bisschen reingeguckt, wie sich das Ganze fährt. Den Mauszeiger werden wir hier leider nicht los. Das erzählt jetzt hier so ein bisschen die Geschichte. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video pausieren und durchlesen. Alternativ ist die Kurzfassung: Mitten in den Ferien kriegen wir eine Postkarte und müssen von unserer schönen Sommerhütte aus Finnland nach Australien, weil Charlie weiß, wie sehr wir Autos lieben und unbedingt Hilfe braucht. Also auf nach Australien. Hier ist nochmal die Postkarte. Und da begrüßt uns Charlie auch schon. Hi Kumpel! Hier bist du endlich angekommen. Ich bin froh, dass du das geschafft hast. Bist du bereit loszulegen? Ja, yeah, was machen wir? Ich habe gerade hier so eine Hütte gekauft. Also diese Garage und Benzinstation hätte ich jetzt fast gesagt. Außerdem gehört mir auch der Land hinten. Ich würde gerne Rennwagen bauen. Also habe ich noch eine Strecke dazu gebaut. Hinten und Servo, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch eine Rennstrecke zusammengebaut, damit wir hier Rennen fahren und testen können. Die Leute kennen das als The Backyard, also den Hinterhof. Klar, lass mal loslegen. Okay, ich habe einen Kumpel, der braucht Hilfe mit seinem Auto, bla blub. Der will einen neuen Valea kaufen. Willst du uns helfen, das Ding zu tunen? Das ist das Tutorial, das werden wir nicht spielen. Aus dem einfachen Grund, weil wir müssen uns sowieso ein erstes Auto kaufen und ich kann euch das auch alles selber erklären, da brauchen wir jetzt die Hilfe nicht von. Das Tutorial ist sehr schön. Das könnt ihr dann über diesen Button hier aufrufen. Es ist natürlich alles in Englisch, wie das ganze Spiel. Es ist ein ganz cooles Tutorial, aber für uns jetzt fürs Video ein bisschen zu langsam. Deswegen, scheiß drauf, wir haben $5000 und wir kümmern uns jetzt um unser eigenes Auto. If that's what you wanna do. So, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Australier und nicht mehr Finne. Das mit dem Finnen ist natürlich nur Spaß. Ich hoffe, ihr versteht mich an der Stelle. Auf geht's, Auto kaufen. Das übersetze ich jetzt erstmal nicht. So, jetzt kann ich ihn nachfragen. Was denkst du, das ist alles hier so ein bisschen australischer Slang. What do you reckon? Also was erkennst du, sollte ich kaufen? Was denkst du, sollte ich kaufen? I'm all over it, ich mach das schon. So, dann können wir hier in die Zeitung gucken. Und ich muss sagen, von den Menüs her finde ich das Spiel extrem cool. Wir kommen gleich noch ein bisschen mehr zu Details. Vom Spielen her finde ich es noch nicht ganz so cool, aber auch da kommen wir gleich noch ein bisschen zu den Näherungen. Dennoch werde ich das hier Folge 1 nennen, weil ich noch nicht weiß, wie lange wir das spielen werden. Wir können uns jetzt hier so einen rostigen 77er Valea leisten. Wir können uns einen Schrott Valea V8 leisten. Ich weiß nicht, ob wir den mit unserem Budget dann repariert kriegen. Einen alten für 4.1. Irgend so ein Vanya. Ein paar Alternativen haben wir ja also. Das einzige Problem, was ich jetzt schon mit dem Spiel habe, ist, hier gibt es nichts, was irgendwie so nach Japanisch aussieht. Bisschen ärgerlich. Hier gibt es dann noch ein bisschen Ersatzteile. Und man kann auch noch ein bisschen weiter gucken. Supercharger. Ja, hier gibt es natürlich ein paar interessante Sachen, aber Ziel ist es hier tatsächlich irgendwie, sich eine V8-Schleuder zusammenzubauen. Und der Valea wird hier als Anfangsauto empfohlen im Tutorial. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich haben will, aber wir nehmen jetzt einfach mal einen. Was sagt denn der hier? Blabla, needs a fair bit of bodywork and a new coat of paint. Das dürfte dann der aus dem Tutorial sein. Heavily used. Ja, ist egal. Dann nehmen wir erstmal hier das Tutorial-Ding. Jawohl, auf geht's.
Hast du gut gemacht. Hier ist Charlie, der mischt sich immer ein. Das ist dann im Tutorial auch so. Jetzt können wir hier auf den. Hier können wir mit Charlie immer reden. Das ist unsere Werkstatt. Das ist die Zeitung. Nee, ist nicht die Werkstatt. Das ist das Inventar, genau. Ich habe es jetzt auch erst ein paar Minuten ausprobiert. Also müsst ihr mir verzeihen, wenn ich nun den einen oder anderen Fehler mache. Das hier ist die Zeitung, die wir gerade gesehen haben. Jetzt gehen wir mal in den Parkplatz. Hier können wir alle unsere Autos parken. Das Spiel sagt ja auch schon in der Beschreibung, wer ein Dealer oder ein Schrauber oder ein Rennfahrer. Man kann hier offensichtlich mit allem Geld verdienen. Ob das wirklich der Fall ist, werden wir noch rausfinden. Hier sehen wir jetzt den Fahrzeugbrief von unserem Auto. Das ist natürlich der Valea, 77er Baujahr. V6 hat er eingebaut. Das war auch das, was ich mir schon gedacht hatte. Hier haben wir nochmal den Motorcode. Das ist eigentlich die Adresse, wo wir wohnen sollten, aber das sieht mir... Achso, ne, hier ist die Adresse, dann ist hier so noch ein Bug. Das ist wahrscheinlich das der Datum der Ausstellung. Und wann das ausläuft, ich bin der Besitzer, 1100 Kilo wiegt das Ding. Das ist unser Kennzeichen, 335.000 Kilometer haben wir schon, 10 Liter verbraucht die Karre auf 100 Kilometer und 165 km/h schafft er. 4700 ist er wert, Punkte haben wir noch nicht gemacht, 277 PS haben wir. Wenn das wirklich der gleiche ist, wie der, den ich vorhin gefahren habe, dann kam mir das nicht so vor. So, jetzt haben wir das Ding hier in der Garage stehen, haben wir gerade ausgewählt. Hier können wir das jetzt reparieren und bearbeiten. Hier könnten wir direkt fahren. Ein Blick auf die Karte, habe ich noch nicht gemacht. Achso, hier ist also dieser Hinterhof, von dem er gesprochen hat. Hier gibt es noch einige Sachen, die alles closed. Müssen wir alles noch freischalten. Cool. Gucken wir erstmal unser Autochen. So, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Hier ist natürlich das Lackieren, ist selbsterklärend. Ich fange jetzt einfach mal rechts an, weil das hier so von simpel nach kompliziert geht. Hier können wir dann gleich die Zündung einstellen, wenn der Motor läuft. Hier können wir die Batterie checken oder auch erneuern. Hier können wir unsere Karosserie erneuern. Das machen wir auch direkt mal. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Oh, wir hatten gerade noch ein bisschen Geld über. Auto waschen für 5 Mäuse machen wir auch. Voll dabei. Können wir noch das Kühlwasser betrachten und gegebenenfalls erhöhen. Ist jetzt hier nicht nötig, weil es voll ist. Ölwechsel kostet nochmal 60 Dollar. Reifendruck können wir hier prüfen. Mehr, weniger. Irgendwann sind die Reifen auch tatsächlich platt. Das war so ziemlich das erste, was ich ausprobiert habe. Funktioniert also. Müsste man vielleicht nochmal testen, ob sich das irgendwie negativ auf die Felgen auswirkt oder so. Gehen jetzt hier erstmal komplett durch. Hier können wir das ganze Ding tanken. Ich weiß nur, achso, Kanister oder was? Okay, ja, dann machen wir mal den ganzen Sprit aus dem Auto raus und in die Tankstelle oder in den Kanister rein. Ich hoffe, dass wir den dann auch bei haben. Dann können wir nämlich gleich mal kurz zur Tanke fahren. Das Inventar ist natürlich leer, weil wir nichts dabei haben. Achso, hier ist wieder die Zeitung. Die wollte ich jetzt nicht. Wir wollten das Auto mal kurz starten. Engine started. Hört man jetzt wegen der lauten Musik nicht im Hintergrund. Ich habe die eigentlich vorhin runtergedreht. Warum das jetzt nicht so will, wie ich das gerne hätte, weiß ich leider nicht, weil ich finde die doch schon sehr dominant und auch irgendwie ein bisschen nervig. So, wir sehen an dem netten Auspuff vor allem, dass unser Autochen läuft. Jetzt können wir hier die Zündung, zack. Das ist alles ein bisschen simpler als bei My Summer Car. Hier brauchen wir im Prinzip also nur in den grünen Bereich, alles selbsterklärend. So, jetzt machen wir das Ding mal wieder aus, können wir die Karre hochfahren und jetzt verschwindet die Karosserie. Und hier können wir jetzt uns um alles kümmern. Wir können uns jedes Teil angucken, können uns angucken, was das kostet zu reparieren. Und wenn hier solche Gasblasen oder wie auch immer man das nennen will sind, dann fehlen da Teile. Hier fehlt jetzt kleines Instrument 1. Ich habe natürlich nichts im Inventar, aber da könnte man vielleicht gleich mal kurz was einbauen. Wir können ja mal kurz gucken. Electric. Was haben wir denn hier? Headlights. Ein Racing Dashboard. Diese Dashboards zu kaufen, also die Instrumentenbretter, lohnt sich tatsächlich, weil ihr seht die in eurem, also gleich im Spiel werdet ihr ja sehen. Lasst euch überraschen. So, das brauchen wir alles nicht. Wo gibt's denn hier Suspension? Würde ich jetzt so spontan gar nicht finden. Ein Instrument. Ist wahrscheinlich unter Electric, würde ich das suchen. Butt-Han-Bang Headlights, was ist das denn? Na naja, egal.
Water Temperature. Ah, guck mal hier. Aber das ist das falsche Auto. Das ist Vanya. Und wir haben ja ein... Wie hieß das Ding jetzt? Achso, sowas gibt es ja auch. Cool. Jetzt sind hier ganz andere Autos drin, ne? Valea, genau. Wir haben ein Valea. Wir brauchen also... Wo war das jetzt? Valea... Hier, Water Temperature, aber für Valea. Dashboard. Nö. Könnte man höchstens ein Dashboard gucken, kaufen und gucken, ob da eins drin ist, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Lassen wir das erstmal frei. So, wenn wir jetzt hier auf komplexere Teile klicken, wie den Motorblock zum Beispiel, dann sehen wir hier alles, was dazu gehört. Ne, Öl haben wir ja gerade neu gemacht. Ölfilter. Also den könnte man eigentlich mal ersetzen, aber machen wir jetzt auch nicht. Wir wollen erstmal eine Runde fahren, weil das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Und warum die Felgen so dreckig sind? Weiß ich auch nicht so genau. Luftfilter ist na, ziemlich schlecht. Komm, den machen wir mal eben neu. Engine. Achso, hier, Filter. Airfilter vor Valea. Jawohl, den nehmen wir. Und dann bauen wir den auch direkt ein. New. 98% Frechheit. So, dann kann unser Auto auch wieder schön atmen. Und jetzt schmeißen wir das mal runter. Was gibt's denn hier? Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das ist hier das ganz normale Fahrensymbol. Hier habe ich auch noch nicht drauf geklickt. Okay, das ist das ganz normale Hauptmenü. Was ist das hier? Achso, das ist Information zum Auto nochmal. Das ist Information zu mir. Da kann man auf die Karte. Ah, hier rennen. Ne, warte mal. Backyard. So, Time Trial. You wanna bet? Ah, hier kann man Geld setzen. Schaffen wir Bronze direkt auf Anhieb? Komm, let's give it a shot. Have you got 500? Nein, habe ich nicht. Bit rich for me. Ups, rausgeschmissen. Ne, komm, ich will jetzt erstmal noch ein bisschen fahren. Oh, oh nein, Alter, jetzt hat er die Steuerung nicht übernommen. Ach gut, dass wir kein Geld gewettet haben. Okay, also das Spiel scheint noch nicht ganz so freiwillig die Steuerungsänderungen zu übernehmen. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal kurz mit dem Standard. Ich ändere das dann zwischen den Videos. Gleiches Problem wie bei My Summer Car, ist ja schon wieder ärgerlich. Ne? Habe ich nur 4 Gänge? Scheiße. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, den Mauszeiger werden wir leider nicht los. Aber... müssen wir jetzt erstmal irgendwie leben und arbeiten. So, was habe ich? 29,49. Das war aber auch eine Katastrophenrunde, ne? Guck mal, jetzt sind wir schon 3 Sekunden besser, glaube ich. Oh, nur dreht es am Grenzer die Karre. Also vom Fahren her ist es definitiv nicht so realitätsnah, sage ich mal, wie, weiß ich nicht. My Summer Car war ja jetzt auch nicht der Hammer, aber es war schon echt ganz cool. Das hier ist noch ein bisschen arcadiger, also alles ein bisschen einfacher zu fahren. So wie sich auch die Menüs einfacher steuern lassen, ist das Spiel auch leichter zu fahren. Ich wundere mich, was dieses Pfeifgeräusch im Hintergrund ist. Ich fürchte, das ist irgendwas, was gleich meinen Motor zum Platzen bringt oder so. Aber wir finden das jetzt einfach mal raus. So, okay, jetzt haben wir genug Sprit verheizt. Dass er so langsam schaltet, ist auch tierisch nervig. Oh. Wie konnte man denn hier nochmal die Kamera wechseln? So, das Blick nach hinten. Ne, nach rechts, links, nach hinten. Ah, hier. Aber läuft noch die Karre, oder? Naja, gut. Stop Race. Warte mal, müssen wir in die Box fahren oder was? Ich habe schon wieder den Motor ausgemacht. Genau auf der Taste, die ich nun eigentlich immer zum Hochschalten nehme, ist natürlich jetzt der Motor, der Knopf vom Motor auszumachen. Passt natürlich alles wieder komplett. Na gut, gucken wir mal, ob wir in die Box fahren können, ob das irgendwie
tieferen Sinn hat. 25,87, das ist ja schon mal eine akzeptable Zeit, glaube ich. Ja, jetzt die Rundenzeit ist natürlich für den Arsch. Pit Lane. Hier, Boxenstopp. You need a hand? Need to cool down a bit. Oh, fuck. Hallo? Oh, nein, ich will doch. Ich will doch hier. Komm mal her. So. Check Oil, ja. Tires, nee, wollen wir alles nicht. Ich will weg. Stop Race. Continue. Okay. Also hier können wir Geld verdienen, wenn wir denn genug Geld haben. Müssen wir erstmal zurück in die Garage. Waschen brauchen wir nicht, aber lackieren könnten wir unsere Karre mal. Achso, ich habe nur noch 100 Dollar. Ne, dann wird das mit dem Lackieren erstmal nichts mehr. No thanks. Gut, wie kommen wir jetzt an Kohle? Das Problem, die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich könnte jetzt hingehen und könnte den Wagen verkaufen, glaube ich. Was ist denn der jetzt überhaupt wert? Wo war das hier? Zack. Wo stand das? Da. 7.300. Wie viel haben wir da jetzt reingesteckt? Weiß ich gar nicht mehr. Achso, wir haben den für 4,5, glaube ich, ungefähr gekauft. Ja, das ist doch geil, ne? 7.300. No way, weil ich weiß nicht, ob wir uns ein neues Auto leisten können. Oh doch, guck mal hier. Geil. Low mileage. Schrott. Heavy use. Ja, machen wir das doch erstmal. Guck mal, wir pushen erstmal ein bisschen unser Geld hoch. Jetzt fangen wir einfach einen neuen Spielstand an. Zahl's. Cash Injection. Jawohl, weg mit der Karre. Zack, kaufen wir uns einen neuen. Was haben wir denn hier? High Mileage ist schon mal okay. Was ist denn hier? High Mileage for Sale. Die könnten ruhig mal ein bisschen mehr Informationen geben, ne? A Big Overhauling. Okay. Rack for Sale. Ne, an die Racks will ich mich jetzt noch nicht so rantrauen. Aber der Vanya kostet 16.000, wenn er im guten Zustand ist. Was haben wir? 7,74. Der ist auch wrecked. High Mileage. Ich glaube, das High Mileage Ding ist das interessanteste hier, ne? Komm, den nehmen wir jetzt. Zack. So, komm mal her, du High Mileage, du. Boah, Alter, 985.000 Kilometer. Geil. V8 hat er drin. Schönes Ding. Also für die Verhältnisse dieses Spiels. Geil, passt auch kaum in die Garage, die Karre. Aber wir müssen mal kurz hier das Ding nochmal überarbeiten. Was machen wir denn? Wo fangen wir denn am besten an? Starten wir das mal. Ja, läuft. Passt rein. Ist auch perfekt eingestellt. So, Batterie, Strom. Ich weiß nicht. Achso, das ist Batterieflüssigkeit. Achso, ja, das macht natürlich Sinn. So, 228 Dollar. Für wie viel haben wir das Ding jetzt gekauft? Verdammt, ich habe es schon wieder vergessen. Na, ist egal, ist ja sowieso. Wir hatten 7.400, das weiß ich noch. Müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier keinen Verlust machen. Machen wir ein bisschen Putzi-Putzi. Wasser rein. Öl rein. Und Reifendruck ist mir eigentlich relativ egal. Wird ja sowieso gleich wieder geflippt, das Auto. Unsere Tankstelle ist tatsächlich voll. Also wir haben jetzt im Prinzip den armen Käufer beschissen unseres alten Autos und haben dem einfach verkauft, was er gar nicht gebrauchen konnte. Beziehungsweise ohne Sprit. So, fahren wir hoch die Kiste. Was haben wir denn jetzt schon an Wert? Was steht denn hier? 6.730. Das wird schon mal einen ordentlichen Plus machen. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu einfach. Aber werden wir jetzt sehen. Mal gucken wir uns mal den Motor an hier. Ölfilter ist praktisch nicht mehr vorhanden. Wir brauchen also einen Ölfilter für einen Jingo. Was brauchen wir noch? Generator Bad. Starter brauchen wir auch für einen Jingo. Gucken wir mal eben. Ölfilter und Starter. Used Oil Filter fits for all. Aber ich will nicht den Used, ich will einen neuen. Oilfilter for Jingu. Jawohl. Airfilter nehmen wir dann gleich auch. Der ist wahrscheinlich in einem ebenso schlechten Zustand.
Ich wollte hier nur noch mal durchgucken, nicht dass ihr jetzt verwirrt seid, warum ich nicht weitermache. Jetzt habe ich natürlich den Starter vergessen, aber ist egal. Remove. So, unser neuer Ölfilter da rein. Yes, Sir. Bitte installieren Sie das. Und neuer Luftfilter. Broken. As it is. Zack. Da haben wir noch einen neuen. Yes, please. So, jetzt brauchen wir noch einen Starter. Engine. Oder ist das Electric? Wahrscheinlich eher Engine. Aber hier sind nur... Schlecht. Ach, guck mal hier, V8. Nee, hier sind wir falsch. Wir brauchen... Oh, eine Hupe. Geil. Starter. Okay, hier sind wir auf jeden Fall in der richtigen Abteilung. New Starter for Vanja. Haben wir jetzt noch einen Vanja? Ja, nee. Jingu haben wir. Hier muss man auch dabei sein, ne? Wenn irgendwie, wenn man gerade das Auto nicht hat oder so. Starter Motor. Ja komm, dann nehmen wir den jetzt einfach. Ich hoffe, dass der in einem einigermaßen akzeptablen Zustand ist. Unser war 50%, den bauen wir jetzt aus. Da müssen wir da jetzt einen neuen reinmachen. Ach guck mal hier, 90%, das nehmen wir, passt schon. So, was ist unser Auto jetzt wert? Hä? Ist der jetzt im Wert gesunken? Nicht im Ernst, oder? 169 PS hat die Karre nur. Das kann doch nicht sein. Wir haben doch jetzt hier alles Mögliche verbessert an dem Haufen. Das passt noch. 6780. Jetzt lackiere ich das Ding mal. Jetzt bin ich neugierig. So, was passt denn zu so einem Pickup? Ja, ich würde sagen, so ein unauffälliges Grün ist okay. Kann man schon mal machen. Was ist jetzt? 6780. Da müssten wir jetzt damit die 7000 knacken. Tun wir auch. Okay. Okay, komm, runde Probefahrt hier. Wir wollen ja jetzt nicht auf unsere Autos verzichten. Zeige ich euch auch mal, wie das vorne aussieht, das Ganze. Also ihr könnt hier auch praktisch einfach so in der Pampa rumfahren. Und ihr seht jetzt unten rechts die... Dingens. Ach verdammt, schon wieder der falsche Knopf. Die Anzeige unten rechts hat sich natürlich auch angepasst. Fährt das Ding auch vorwärts oder wird das nichts? Alter, was ist das denn für ein Speedkarren? Boah, der geht aber ab, wa? Oh ja. Schneller bitte. Wo war denn hier der Knopf für die Kupplung? Oh ne, das war die Handbremse. Ups, was war das? Achso, das war Reset Car. Shit. Hupe. Boah, das ist das falsche Auto, um sowas rauszufinden. Alter, ist die Karre Bullshit. Okay, das reicht an Kilometern, die wir da jetzt drauf gemacht haben. Da kriege ich ja die Krise bei. Wir müssen uns wohl noch ein drittes Auto kaufen, glaube ich. Wie war das hier? Zack. Jetzt ist der $10 weniger direkt wert. Frechheit. Ja, verkauf den Mist. Jetzt haben wir schon 9400. Arbeiten uns hoch. So, mal sehen, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier ist ein Butterbang. Serious work to make it run again. Good for spares or rebuild. 5300 Mäuse. You get what you pay for. Du bekommst, wofür du bezahlst. Ach komm, wir kaufen uns einfach mal so ein Rack hier, was soll's. $1300. No problemo. Können wir mal gucken, was wir davon wirklich zu erwarten haben. 30 Liter, yes sir. So.
dasselbe Prozedere wie immer. Mischiwaschi. Startet da was? Das hört sich nicht gut an. Bodywork erstmal reparieren. 1300 haben wir bezahlt, wir sind jetzt schon bei 4000 wert, also verkaufen wir die Karre gleich wieder, würde ich sagen. Wie gesagt, also das halte ich für wesentlich zu einfach. Ich kaufe einfach ein Rack-Auto, drücke auf Bodywork reparieren, wasche den Wagen und verkaufe ihn für das Vierfache wieder. Wenn das dann echt so einfach wäre, dann wären wir alle Millionäre. Erstmal neues Öl rein, Reifendruck ein bisschen mehr bei den drei Reifen, die wir haben. Die Frage ist, brauche ich jetzt hier ein komplettes Federbein und alles oder brauche ich einfach nur einen Reifen? Wie realistisch ist das Spiel? Das finden wir raus, wenn wir das Ding gleich hochfahren. Rauf auf die Bühne mit dir. Okay, so wie es aussieht, brauchen wir eine Bremsscheibe. Den Querträger, wie heißt das Ding denn hier? Control Arm. Ja, ja, hier fehlt jede Menge, ich sehe es. Okay. Wir brauchen erstmal einen Control Arm und so ein Federbein. Nein, nicht das Lenkrad. Suspension. Control Arm. Felge, Reifen. Zeitung. Fuck, ich habe schon wieder den Namen. Ach, Spanja. Suspension. Swaybar Nano. Front Racing Suspensions. Geil. Boah, komm, die kaufen wir schon mal. Jawohl. Ach, wir wollen ja mit dem Auto sowieso fahren, ne? Valea, Agua, Radkampf, geil. Okay, wir haben ein Problem. Wir bräuchten jetzt so ein Rennfahrwerk auch für hinten, aber das können wir uns ja dann später holen. Was ist jetzt hier mit den Control Arms? Racing Brakes for Valea, Valea Brake Set. Steht aber auch nicht für welches Auto, ne? Nee, danke. Nano, Vanya. Vanya, ist das nicht hier unser Auto? Vanya? Vanya, geil. Racing Brakes, wo sind sie? Her damit. Yes, Sir. So, damit hätten wir dann die Bremsen auch schon mal geklärt. Dann brauchen wir noch Reifen. Einen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was hier drauf ist. Das wäre ganz nett, wenn wir... Front Racing Suspension. Hä? Nein, es kommt später. Hallo? Install, please. So, das hier müssen wir removen. Das müssen wir einbauen. Hä? Ach, jetzt hängt das an der anderen Federung oder was? Warte mal. Erstmal die wieder rein. So. Die Felge ab. Den Control Arm brauchen wir auch. Sport Front Brake. Die ist sogar neu. Habt ihr das gesehen? So, jetzt aber das Racing Suspension Ding rein. Zack. Jetzt können wir hier nichts. Oh fuck. I have big problem, I think. I might be in trouble now. Können wir hier irgendwas anbauen? Nein. Nein, den Motor will ich da jetzt gar nicht. Das ist auch ein bisschen tricky, hier manchmal eine richtige Stelle dran zu kommen. Scheiße. Mit meinem Inventar hier. Ja, die Rennbremsen haben wir auf jeden Fall. Wir brauchen
definitiv hier die Control-Dinger, sonst wird das nichts mit unserem Auto hier im Traum. Ah, Kühlung, nee, Motor, nee, Elektrik, nee. Ja, so eine Gearbox wäre natürlich schon mal interessant. Ach verdammt, ich wollte nach den Reifen, aber das bringt uns auch nichts, weil wir brauchen Herrschaft. Was glaubst du das? Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses blöde Auto heißt. Vanya. Vanya, Valea, das hört sich alles so gleich an. Schlecht. Also warte mal, wenn ich das jetzt ausbaue, ne? So. Dann kann ich ja jetzt hier wieder einen Stoßdämpfer einbauen. Wenn ich jetzt die normale nehme, dann kann ich hier auch wieder alles anbauen. Fuck. This is very bad. Egal, lassen wir das erstmal da drin. Ja, dann fahr dich mal schnell wieder runter, du Auto, du. Aber was ist eigentlich mit dem Headlight und dem Real Light? Kriegen wir da irgendwas? Armaturenbrett. Zündkerzen. Lichtmaschine. Ne, kriegen wir auch im Moment nichts. Da muss der erstmal weg. Kriegen wir den sauber? Das haben wir schon alles nachgeguckt, ne? Jawohl. Dann muss der erstmal weg. Und wir brauchen ein neues Auto. Oh, warte mal, hier ist noch ein Vanya. Kaufen wir den auch noch? Den roten bauen wir zusammen. Und den weißen, den hier. Oh, der hat nur 145.000 Kilometer. 174 PS. Wo ist denn unser anderer jetzt? Scheiße, jetzt kann ich die gar nicht hier vergleichen. Das ist doch kacke. Warte mal. 174 PS. 145.000 Kilometer. Moment. 591 PS. Ui. Alter, was hat denn der für einen Motor drin? Oh, ich glaube, hier haben wir einen ziemlich guten Schuss gemacht. Okay, also wir bauen jetzt den weißen auseinander. Das hat sich jetzt gerade so ergeben, glaube ich. So. Schrauben. Warte mal, wir hier erstmal das reparieren und mal kurz. Dann haben wir schon wieder den Wert verzehnfacht. Aber wir müssen jetzt erstmal hoch das Ding. So. Remove. Yes, remove. Wir entfernen jetzt einfach alles. Boah, der hat jede Menge Neuteile. Habt ihr das gesehen gerade? Zack. Nein! Ärger mich doch nicht, du Spiel, du. Das ist schon empty. Remove. Remove. Tschüss. Cooling Fan. 100%. Geil. Fuck, jetzt bin ich gar nicht mehr zurückgegangen. Doch, hier auch neu. Geil. Nagelneuer Kühler. Alles neu. Nicht schlecht. Komplett neuer Motor. Hallo, ich will da. Ja, da will ich dran, genau. Neuer Auspuff. Hier will ich jetzt nichts dran bauen. Kupplung neu. Ja, das Getriebe ist natürlich nicht mehr in so gutem Zustand. Dann bauen wir die Kupplung mal davon ab. Das ist die Kardanwelle, die nehmen wir auch.
Das wollte ich jetzt nicht. Ein bisschen used, aber das passt schon. Können wir das Differential mit den Antriebswellen auch noch rausnehmen? Ich lasse mal den Reifen auf der Felge, scheiß drauf. So, die Bremsen hinten. Zack, zack, zack. Aber dem, zufällig, ne? Zufällig fehlt dem auch genau das linke Rücklicht und das linke vordere Licht. Das ist doch fies. Das ist doch fies. So, die Bremse hier ist Schrott. Weil die muss ich trotzdem abbauen, weil ich das Teil hier auch noch abbauen will. Und dann nehmen wir noch die Dämpfer ab. So, das Dashboard kann raus, die Lenkung raus, Licht raus. Was haben wir hier noch? Eine Batterie, die ist auch noch neu. Ast rein. So viele Neuteile an dem Auto, ne? Wrecked Schrottfahrzeug, jawohl! So, haben wir ihn nackig? Das sieht gut aus, ne? Wunderbar. So, fahren wir das ganze Spielchen hier wieder runter. Was ist das Ding noch wert? 540, Ast rein. Aber das Ding hat 145.000 Kilometer und wir verdienen viel mehr Geld mit dem Auto, wenn wir das vollständig verkaufen. Das bedeutet, ich lasse das Ding jetzt auf dem Parkplatz verrotten. Wir holen uns unseren roten wieder. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Also Schrauben, zack, wieder auf die Bühne das Ding. Und hier sind jetzt keine Bubbles. Ich kann da nicht... Ach, fuck off, ich will auch gar nicht die Lampe. So, das Headlight kann ich natürlich nicht rübersetzen. Ich jetzt hier... Front ab. Ja, geil. Juhu. Also die Radnabe war das, die gefehlt hat. Tatsächlich. So, und jetzt können wir auch hier Control Arm. Haben wir jetzt ungefähr 50 Stück zur Auswahl. Hä? Falsch. Richtig. So. Front Hub. Achso, ich habe den Hub noch gar nicht installiert. Installieren wir erstmal den. So, mit dem Control Arm schon dran. Und manchmal ist das ein bisschen irreführend hier, dieses Zettelmenü. Aber es erfüllt seinen Zweck und man klickt nicht ganz so oft daneben. So, dann brauchen wir noch eine Bremse. Dann nehmen wir natürlich die geilen Rennbremsen, die wir gekauft haben. Yes, please install this. Und dann können wir auch gleich noch eine Felge da drauf machen. 245 R20 haben wir genau 4 Stück von. Mit einem neuen Straßenreifen. Das machen wir da dran. 245 R20, jetzt brauche ich hier mal eben Informationen. 245 20 passt. 245 40. 245 40. 200, jawohl. Das sind auch noch zufällig die gleichen Felgen und die gleichen Reifen. Das Ganze nicht am Motor. Das machen wir auch noch auf der anderen Seite. So, Radnabe mit Felge. Yes. Mit vorderer Bremse Racing. Yes. Radnabe, Radnabe. Und dann brauchen wir noch den Control Arm. Jawohl. Nicht den Motor. Nicht die Zündung. Das will ich haben. So, das ist dran, dran, dran. Installieren. So, sieht irgendwie alles schmierig aus. Ich weiß nicht, warum man die Felgen nicht sauber machen kann. Aber da lassen die Leute sich sicherlich noch was zu einfallen. Unser Auspuff ist im Eimer. Aber wir haben ja noch einen nagelneuen von dem Schrottauto, was wir vorhin gekauft haben. So. Jetzt müsste man mal die ganzen anderen Teile alle überprüfen, weil die waren ja im Prinzip fast alle neu, ne? Das ist alles neu, das ist gut. Lenkung ist im Eimer. Bad. Naja, das ist nicht so nett, ne? Wie weit kann man das denn reparieren? Fix. 100% neu, Astralen. Gar kein Thema. Cooling Fan.
So, das können wir gleich beides zusammen entfernen. Da haben wir nämlich hier noch einen nagelneuen Kühler rumliegen. Sehr schön. Jetzt haben wir vorne natürlich hier so ein übelstes Rennfahrwerk und hinten Müll. Das Getriebe ist Schrott. Oh, was ist das denn jetzt hier? D4, D3? Shit, ich habe keine Ahnung. Keine Kupplung. Ja. D3 oder D4? Was war denn da der Unterschied? Ach so, das ist die Anzahl der Gänge. 1,2 Sekunden. Eine Sekunde. Ja, dann nehmen wir natürlich das Vierganggetriebe, ne? Aber nicht mit der kaputten. Da müssen wir erstmal hier die Kupplung wieder ausbauen. So, dann gehen wir einen zurück. Dann nehmen wir das mit der heilen Kupplung, bitte. Ja. Und bauen das ein und reparieren. Oh, reparieren das doch nicht. Okay, dann bauen wir die Kupplung doch wieder aus. Und gucken mal schnell, ob wir noch ein neues Getriebe für die Karre kriegen. Hier, oh, verdammt, dieser Name von dem Auto, Vanya. Nein, ja, Viergang, gibt es ja auch noch Fünfgang. Differential, Fünfgang für Butterbang. Ist jetzt interessant herauszufinden, ob das Vanya. Yep. Und dann auch noch neu, perfekt. Weg mit dem Getriebe. Fünfgang mit der neuen Kupplung. Rein damit. Jawohl. So, hier hinten auf Federung und so ein Scheiß habe ich jetzt keinen Bock zu gucken. Das machen wir später mal. Wir sind auch schon ziemlich sehr lange dabei. Aber ich will das wenigstens noch fertig kriegen und auf eine Proberunde schicken. So, fix this shit. Ölfilter, bla 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 bla. Kann man das alles reparieren? Nee, ne? Also brauchen wir hier noch Starter, Lichtmaschine, blub blub blub. Wir kaufen Ölfilter, dann machen wir eine Probefahrt. Und den Rest fixen wir in der nächsten Folge. Ölfilter für Vanya. Ach komm hier, Luftfilterhäuser. Jingo. Butterbang. Gibt es keinen Luftfilter für die Karre oder was? Used auch noch. Oh Gott. Racing Air Filter, scheiß drauf. Ich habe kein Geld? Oh oh. Was haben wir denn hier noch? Verkaufen. Verkaufen. Vanya brauchen wir noch, aber die Standardbremsen brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Die Rennbremse müssen wir auch noch irgendwann einbauen. Sport. Zack. Kupplung ist Schrott. Boah, das bringt uns Tausender. Geil. Okay, das sollte erstmal reichen, um uns ein bisschen flüssig zu halten und uns hier diesen Racing Air Filter kaufen zu können. So. Weg damit. Brennluftfilter, yes, please. Ölfilter, weg damit. Und dann nehmen wir hier noch den neuen. Das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen, also runter von der Bühne. Und mit dem Haufen machen wir jetzt erstmal eine Probefahrt. Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass das Ding 600 PS haben soll. We will soon find out. Ich weiß nicht warum. Achso, ich kann mit dem reden. Aha, nix, alles gut. Ich wollte nur mal gucken, ob du noch wach bist. So, Wischiwaschi. Öl haben wir nachgeguckt. Wasser haben wir nachgeguckt. Das haben wir repariert. Lackieren sparen wir uns auch noch für später auf. Haben wir eh kein Geld für. Out on the road. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Something's wrong. Oh fuck, der läuft ja immer noch nicht.
Egal, also wir haben jetzt schon eine Viertelstunde überzogen, das muss reichen. Mit dem, wie weit wir jetzt sind, müssen wir uns für diese Folge verabschieden und wir klären das in der nächsten Folge. Bis dahin, ich bin der Vince. Ciao.